als im Oktober 2015 dieser große Force Awakens-Trailer rauskam, da wusste man so, oh mein Gott, jetzt geht's in die finale Phase. Und jetzt sitze ich hier vorm allerletzten Trailer dieser Phase. Ich muss eigentlich nur noch Play drücken. Ich mach's einfach mal, ne? Ich glaube, ich spreche ausnahmsweise mal für jeden Einzelnen, wenn ich sage, dass Star Wars-Fansein stets eine Herausforderung ist. Wenn du nicht gerade damit beschäftigt bist, den neuesten Film für dich selbst irgendwie zu verarbeiten, werden dir auf YouTube irgendwelche seltsamen Videos vorgeschlagen, die du nur klickst, um dich drüber aufzuregen. Und wenn du dir das gerade abgewöhnt hast, dann kommen die nächsten kontroversen Breaking News rein, weil wieder irgendein Regisseur gefeuert wird. Und du hast einfach ständig irgendwas, womit du dich beschäftigen musst. Oder willst. Das Ganze über die letzten Jahre zu erleben, war anstrengend, aber darüber hinaus etwas wirklich Spezielles. Und bevor wir uns auf meine eigene Star Wars-Reise begeben, will ich euch nur noch sagen, dass ich froh bin, dass ihr hier seid. Am Ende. Also gebt mir eure Hand und lasst uns doch gemeinsam herausfinden, ob Star Wars euch und wie Star Wars mich verändert hat. Los geht's. Du bist also entkommen. Und du hast das Skript trotzdem. Ich hab's gelesen. Der Film ist für mich gestorben. Du darfst Episode 9 nicht so verurteilen. Nicht auf diese Art und Weise. Du fühlst dich alleine. Aber ich bin nicht alleine. Lass es los. Die Star Wars-Filme waren für mich immer und sind sie bis heute noch so ein richtig solider Grundstein, von welchem aus man die ganze Filmwelt erkunden kann. Du hattest ja eben 6 Filme, von denen die eine Hälfte irgendwie strange daherkam und die andere Hälfte von allen Seiten gefeiert wird. Du kannst Lehren rausziehen, sowohl im Guten als auch im Bösen. Und sehr wahrscheinlich gab es eine Zeit, in der ich mich ganz persönlich habe ein bisschen zu sehr vom Bösen verführen lassen, denn ich war schon ab und an relativ fies zu den Prequels. Und auch wenn ich zumindest aus meiner Sicht immer noch reflektiert genug war, um nie beleidigend zu werden, so habe ich doch einfach Sachen gesagt, die ich heute so nicht mehr unterschreiben kann. Nein, ich denke nicht, man sollte Episode 1 bis Episode 3 komplett remaken. Und ja, ich denke, dass George Lucas Star Wars versteht und das wahrscheinlich besser als jeder andere, auch wenn er über die Jahre ein paar seltsame Entscheidungen getroffen hat. Der viel wichtigere und interessantere Part ist aber, dass die Art und Weise, wie ich nicht nur zu den Prequels, sondern auch zur Originaltrilogie stand, immer auch ein Stück weit wiedergespiegelt hat, wie ich zu der Zeit drauf war und wie ich Medien konsumiert habe. Diese Pre-Disney-Star-Wars-Zeiten in den späten Nuller- und frühen 2010er Jahren dienen mir so ein bisschen als jährliches Abziehbildchen meines Verhaltens, meiner Lebenserfahrung und vor allem der Tatsache, dass man von ungesundem oder unkonstruktivem Fantum auch einfach loskommen kann. Da gab es diese ganz frühe Phase, in der ich die Star-Wars-Filme halt einfach cool fand. Dann, als ich so ein bisschen ins Fandom eingetaucht bin und überhaupt mal mitbekommen habe, dass die Prequels so verhasst sind, habe ich die erstmal aus Prinzip geil gefunden. Dann wiederum, ein paar Jahre später, habe ich die Red Letter Media Prequel-Reviews gesehen und habe gedacht, ich bin jetzt der Gott der Filmtheorie und habe alle Filme der Welt durchschaut. Dann habe ich selbstverständlich die Originaltrilogie heilig gesprochen und George Lucas dafür verurteilt, dass er Star Wars für immer kaputt gemacht hat. Und zu guter Letzt kamen die Sequels. Der 30. Oktober 2012 sollte dann ein Tag werden, der seine Schatten weit in meine Zukunft wirft. Disney hat Star Wars gekauft. Es wird neue Filme geben.
eine neue Trilogie. Erst war ich da auch so ein bisschen vorsichtig und wusste nicht so ganz, wie ich das einordnen soll. Aber irgendwann, aus heutiger Sicht kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wann oder wie das passiert ist, habe ich scheinbar beschlossen, von einem großen und interessierten Star Wars-Fan zu einem obsessiven Star Wars-Fan zu werden. Ich habe begonnen, Leaks zu lesen. Ich habe Artikel, in denen es um die neuen Filme geht, aufgesaugt wie ein Schwamm, kein Live-Event verpasst und sämtliche Interviews mit Cast und Crew durchgesuchtet. Es war wirklich nicht mehr gesund. Und ehrlich gesagt, hat es auch bis heute nicht so wirklich aufgehört. Vor allem die letzten paar Wochen vor The Force Awakens waren absolut surreal. Ich war wie in einem tranceartigen Zustand. Die Nacht vor der Premiere habe ich kein einziges Auge zugemacht. Und generell, diese Zeit war krass intensiv und vor allem krass riskant, denn mit großer Erwartung kommt große Enttäuschung. Okay, was soll ich groß drum herum reden? Ich habe The Force Awakens geliebt, abgöttisch. Und ich tue es bis heute, vielleicht sogar noch mehr als vor 4 Jahren. Diesbezüglich dachte ich auch eine lange Zeit, was für ein krasses Wunder das ist, dass gerade der Film, auf den ich mich so unglaublich freue, für den ich so viel Vorfreude empfinde, dann keine Enttäuschung ist, gerade entgegen der normalen Narrative. Aber 2 Jahre später wurde ich eines Besseren belehrt. Das war kein Wunder. Ein kritisches Verhältnis zu The Last Jedi. Ich mochte die Vorgängerfilme von Rian Johnson jetzt nicht zwingend und irgendwie war ich auch skeptisch, dass der das alleine schreibt und Regie führt. Das Ganze hat sich dann, wenn auch nicht im befürchteten Ausmaß, nach der ersten Sichtung von The Last Jedi ein bisschen bestätigt. Wackelige Plotlines, teilweise seltsame Dialoge, aber irgendwie auch ein paar Momente, die unglaublich gut waren und ein paar Themen, die mir wirklich sehr gut gefallen haben. Was dann aber, als ich am nächsten Tag zur 2. Sichtung ins Kino bin, passiert ist, will ich eigentlich gar keinem erzählen, aber wir sind hier unter uns. Ich habe 2 Stunden durchgeheult. Ich meine, ja, der Film hat emotionale Szenen, aber bei mir sind wirklich alle Dämme gebrochen. Ich habe plötzlich die Ideen und Motivationen der Charaktere und die Themen so klar vor mir sehen können. Und mittlerweile bin ich der festen Überzeugung, dass an dem Zeitpunkt genau dasselbe passiert ist, wie auch schon 2 Jahre vorher bei The Force Awakens. Ich habe mich einfach dazu entschlossen, den Film zu mögen. Ich glaube halt mittlerweile echt, dass das Star Wars-Fandom an kollektiven Angststörungen leidet, die auftreten, sobald etwas anderes in diesen Filmen gezeigt wird. Und da nehme ich mich nicht zwingend raus. Die auch für mich bis dato immer noch schreckliche Wahrheit ist aber, dass es in jedem Star Wars-Film irgendwelche Elemente gibt, die wir alle kacke finden. Wir haben uns nur mit der Zeit damit abgefunden und angefreundet, dass wir nicht mehr hinterfragen, ob wir jetzt alles in A New Hope oder Empire Strikes Back mögen. Wir nehmen es einfach hin. Wir gestatten aber den neuen Filmen nie, an diese Position zu kommen, weil wir erstmal abschotten, was passieren wird. Und Newsflash, es wird auch in Episode 9 Sachen geben, die ihr nicht mögen werdet. Die Wahrscheinlichkeit, dass euer bereits ausgeplottetes Traumfinale zu 100% eintrifft, ist zugegebenermaßen sehr gering. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Ihr habt die Möglichkeit, den Film trotzdem zu mögen. Es liegt an euch. Ich habe Star Wars gefühlt so einiges zu verdanken. Vor allem die Sequel-Trilogie hat mich immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt und ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich diese stets angenommen habe. Ich meine, was sind hirnlose Mary Sue-Vorwürfe, Charakterinkonsistenzen oder Nostalgie-Bait wert, wenn ich mich zu der Geschichte und den Charakteren verbunden fühle? Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass die Art und Weise, wie Leute über Star Wars reden, mehr über sie selbst aussagt, als über ihr Sachverstand für den Film oder ihre Liebe für das Franchise. Und das sage ich nicht aus Missgunst, Hass oder Neid, sondern weil ich ein Stück weit halt auch selber mal dazu gehört habe. Ich habe keine Lust und keine Motivation mehr, über die Prequels oder George Lucas zu meckern. Zum einen, what's the point? Zum anderen, Leute, die wie ich damals über die Prequels, heute über die Sequels reden, sind mir irgendwie unsympathisch und irgendwie mag ich das nicht und die haben einen schlechten Vibe auf mich. Und wenn ich es umgehen kann, dass ich so einen Vibe auf Leute habe, dann ist das kein Problem für mich. Dann rede ich lieber noch eine Stunde mehr drüber, dass The Force Awakens der geilste Scheiß unter unserer Sonne ist. Und das sage ich jetzt nicht einfach so. Als ich den Film neulich zum 7800. Mal geguckt habe, wurde mir klar, dass da beim ersten Screening des Films scheinbar ein Teil meiner Seele abgesplittert ist und sich an diesen Film gehangen hat. Ich liebe JJs Regie. Ich liebe Kylo und Rey. Ich liebe die I Can Fly Anything-Szene mit Finn und Poe am Anfang, in der
ich irgendwie im Kino kapiert habe, dass ich gerade Star Wars sehe. Und mein Gott, ich liebe sogar die Tatsache, dass der Film ist wie A New Hope, weil es eben auch die Metanarrative der gesamten Sequel-Trilogie vorgibt, in der es eben darum geht, dass da plötzlich neue Menschen sind, die aber diesen Legenden und Sagen und Geschichten von früher nachzueifern versuchen. Did you get it? Genau wie J.J. Abrams und Rian Johnson. Noch was, das ich gelernt habe. Ich liebe, liebe, liebe Empire Strikes Back. Aber ich glaube, erst seit kurzem zu wissen, was es wirklich bedeutet, so einen Lieblingsfilm zu haben, den man bedingungslos ins Herz geschlossen hat, obwohl oder vielleicht auch gerade, weil er seine Ecken und Kanten und Macken hat. Und ja, ihr dürft mich gerne zitieren, das ist ein offizielles Pressestatement. The Force Awakens ist mein liebster Star Wars-Film. Ich wusste, du würdest zu mir kommen. Ja, denn als du mir das Skript gegeben hast, da habe ich deinen Konflikt gesehen. Und deine Liebe für Star Wars. Nur ein Teil davon, aber klar und deutlich. Schließ dich mir an. Komm mit mir ins Kino. Wir schauen Episode 9 gemeinsam. Nur so können wir Star Wars retten. Wir müssen beschützen, was wir daran lieben und nicht bekämpfen, was wir daran hassen. Wenn ihr mich fragt, ist Star Wars der größte Mythos, der jemals auf die Leinwand gebracht wurde. Eine Geschichte über die Kraft von Liebe, Hoffnung und Zusammenhalt. Und mir wird es auf ewig verborgen bleiben, wie man dem aus vermeintlichem Fantum mit Hass und Unkonstruktivität entgegnen kann. Das mag als Rausschmeißer vielleicht etwas cheesy sein. Aber wenn ich jetzt auf den Marius zurückblick, der 2015 in The Force Awakens ins Kino ging, dann denke ich an jemanden, der relativ sorglos und vielleicht sogar unschuldig ist. Jemand, der nicht wusste, dass er in den nächsten Jahren vielleicht das ein oder andere Trauma erlebt. Bezogen auf Star Wars, aber auch bezogen aufs Leben. Und dann im Kino zu sitzen und zu sehen, dass deine Idole manchmal eben auch komplett versagen, dass Fehler eben passieren und man nur daraus lernen kann, dass da immer Hoffnung sein kann, auch wenn es vielleicht einfach nicht danach aussieht. Das bedeutet mir was. Und ich wüsste nicht, was Bomben, die im Weltall senkrecht fliegen, daran jemals ändern sollten. Was ich sagen will: Irgendwann in den letzten 4 Jahren hat Star Wars aufgehört, meinen Charakter zu spiegeln, sondern wurde ein Teil davon und hat mich ein Stück weit geformt. Nicht nur haben mich die Filme auf eine profunde Art und Weise geprägt, wenn es um Dinge wie Filme machen oder meine eigene Leidenschaft dafür geht, sondern der Diskurs um Geschlechterrollen, Filmtheorie und Kritik hat mich enorm sensibilisiert und zu einem weitaus hellhörigeren Filmfan gemacht. Ich meine, ich stelle gottverdammte Szenen aus den Star Wars Filmen für dieses Video nach und mache mich wirklich komplett lächerlich. Aber es macht einfach viel zu viel Spaß, irgendwie da ein Tribut drin zu sehen. Und auch wenn ich mit Ehrfurcht und vielleicht auch etwas Angst auf die nächsten Wochen im Star Wars Fandom blicke, so fühle ich mich doch bereit, mich den Herausforderungen zu stellen, mit denen mich Episode 9 ohne Frage konfrontieren wird. Aber das ist ein gutes Thema für ein anderes Mal. It's an instinct. Look, sir, as my friends.